Sonntag, der 24. Oktober 2022 und wir begrüßen alle Patrioten hier in Dresden. Und ja, es ist schon noch die Hauptstadt des Widerstands. Liebe Dresdner, liebe Sachsen, danke, dass ich heute Abend hier sein darf. Vor einigen Tagen erhielt ich einen Anruf von jemandem, den ihr, glaube ich, alle sehr gut kennt. Und dieser jemand bat mich, euch herzliche Grüße zu vermitteln. Und wenn ich mir das hier anschaue, dann gibt es, glaube ich, wenig, was ich lieber machen würde. Dementsprechend bin ich da. Herzliche Grüße vom zukünftigen Thüringer Ministerpräsidenten Björn Höcke und herzlich willkommen vom AfD-Landesverband in Thüringen im heißen Herbst 2022. Vor einigen Tagen titelte die Welt, ich zitiere, Bodo Ramelow warnt vor Pegida in Thüringen. Bodo Ramelow, der sechs Anläufe Bodo, der Ministerpräsident, der nur durch Merkels Gnaden ins Amt gekommen ist. Der rote Baron von Thüringen, ihr kennt ihn alle. Diese Schlagzeile hat allerdings zwei interessante Aspekte. Erstens. Ihr kennt den Unterschied zwischen dem, was Politiker sagen und dem, was sie damit wirklich meinen. Das beste Beispiel ist, wenn sie von ihrer Demokratie sprechen, dann meinen sie nichts anderes als ihre Macht. Und wenn sie sogar warnen, dann haben sie Angst. Angst, diese Macht zu verlieren und Angst davor, den mit unserem Steuergeld gefüllten Futtertrog zu verlieren, liebe Freunde. Ihre Furcht sieht man in ihren Gesichtern, auch dort hinten. Und ihre Furcht kann man auch solchen Schlagzeilen entnehmen. Vor wenigen Tagen brachte sogar der Oberbürgermeister von Gotha die uns allen bekannte Einheitsfront ins Spiel. Das heißt, die sogenannten demokratischen Kräfte einigen sich auf einen Kandidaten, den sie ins Rennen schicken gegen die AfD. Wie demokratieverachtend und wie verzweifelt sind diese Gestalten denn? Zweitens, wir haben es in Thüringen geschafft und darauf bin ich persönlich sehr stolz, Seite an Seite mit dem friedlichen Straßenprotest den politischen Druck auf die etablierte Politik so zu erhöhen. Und wie auch Herr Kalzingera schon gesagt, ich sage es heute hier in Dresden, wir werden in Thüringen zukünftig die Machtfrage stellen. Aber nicht, um diese volksferne Altpolitik weiterzuführen. Nein, wir wollen Politik für euch. Nicht für Eliten, nicht für Banken, nicht für Großkonzerne und Freunde. Schon gar nicht für die Interessen von anderen Nationen. Bis dahin aber müssen wir weiter zusammenstehen. Wir müssen uns aufeinander verlassen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Denn genau das ist es, wovor die etablierte Politik am meisten Angst hat. Unser Zusammenhalt hier auf der Straße. Halten wir auch den Spaltungsversuchen der Systempresse stand. Ihr gemeinsam mit uns auf der Straße und wir als AfD werden euer Transmissionsriemen des Protestes in die Parlamente sein. Liebe Freunde, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen und uns nicht stören lassen, dann prophezei ich euch hier und heute, dass wir unsere Heimat, dass wir unser Volk, ja, dass wir unsere Nation wieder hin zum Positiven verändern werden. Wir werden souverän leben, wir werden selbstbestimmt leben, ja, wir werden frei leben. Pegida, da ich heute in Vertretung von Björn Höcke hier bin, möchte ich mein Grußwort mit einem Zitat von ihm beenden. Ich zitiere.
Der Kampf um die Zukunft unserer Nation wird nicht in den Parlamenten entschieden. Nein, er wird hier auf der Straße entschieden. Also Pegida, bleiben wir wehrhaft für Sachsen, für Thüringen, für unser geliebtes deutsches Vaterland. Ich danke euch.